Yo Leute, was geht ab? Wie ihr schon aus dem Titel entnehmen könnt, will ich aufhören zu rauchen, beziehungsweise habe schon aufgehört zu rauchen. Ein jahrelanger Begleiter von mir in positiven Situationen, in negativen Situationen, mit Hoch und Tief und in allen Gelegenheiten, nach dem Essen, nach dem Aufstehen, mit dem Kaffee zusammen, beim Feiern, beim Trinken, ihr wisst schon, irgendwie zu jeder Situation gab es eine Zigarette. Auch zum Warten, wenn man nervös war, wenn man was geschafft hat und gesagt hat, oh, jetzt gönne ich mir eine Zigarette. Das war so der Alltag. Das hat irgendwie dazugehört, 12 Jahre lang. Ja? Ich habe mit 20 ungefähr angefangen zu rauchen. Richtig zu rauchen, davor habe ich es immer nur probiert und so. Und jetzt bin ich 32, Leute. So ab 30 fängt man schon an, sich so Gedanken zu machen, wie der Körper sich weiterhin entwickelt, Leute. Also da denkt man sich so, okay, man ist 30. Ja, früher hat man immer gedacht, die 30-Jährigen sind die alten Säcke und so. Und in dem Zustand bin ich jetzt gerade. Ich denke mir schon so seit paar Jahren so, ey, ist es gerade richtig, was du da machst? Ernährst du dich überhaupt gerade gut? Ist das gut für deinen Körper? Ja, trinkst du nicht zu viel Alkohol gerade? Wie sieht es aus mit dem Kater? Am nächsten Tag muss ich dann immer überlegen, so, hey, was brauche ich denn alles, um meinem Körper wieder das zu geben, was ich ihm gestern alles genommen habe? Ja, also so Mineralstoffe und was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich mir solche Gedanken früher gar nicht gemacht. Ich habe dann losgesoffen, ich habe bei Mc's gegessen jeden Tag, das hat mich gar nicht gejuckt. Ja, mir war das eigentlich egal, was ich esse und was nicht und was gesund ist und was nicht. Und deswegen habe ich auch mit dem Rauchen angefangen, das war mir egal. Früher habe ich angefangen mit dem Rauchen, weil man so dazugehören wollte, ja. Auch so mit den Kollegen und so, wenn die geraucht haben, hat man auch so dazugehört, so, ne. Hat man mit 16 so die erste Zigarette geraucht, ja, wie gesagt, mit 20 habe ich richtig angefangen zu rauchen, so 19, 20. Davor immer nur so mitgeraucht. Aber das war so mein Start. Auf jeden Fall wollte man so dazugehören, Leute. Also da gab es immer so eine Ecke mit den cooleren Leuten. Und ja, wenn man da stand, haben die geraucht. Ja, willst du mal ziehen? Ja, warum nicht? Und so probiert. Erstmal war es eklig und dann war es eigentlich immer eklig. Es ist ja, Zigarettenrauchen ist ja eigentlich nichts Geiles so. Und auf jeden Fall habe ich mir jetzt gesagt, ich möchte aufhören zu rauchen. Warum? Ich bin fast jeden Tag beim Sport. Allein wenn ich schon beim Warm-up auf dem Laufband bin, merke ich so, boah, ich kriege fast gar keine Luft, ja. Also wenn ich nach so 10 Minuten bin ich schon fertig und muss richtig tief Luft holen. Ich kann auch länger, wenn ich möchte, aber das ist wirklich anstrengend und so. Und so will ich mich eigentlich nicht fühlen. Und auch morgens, wenn ich morgens aufstehe, habe ich so ein bedrückendes Gefühl hier auf der Brust. Ja, da bin ich so, krieg erstmal so richtig keine Luft und muss dann richtig tief einatmen, dass ich Luft bekomme. Und aber auch so das Husten und so, wenn da manchmal Schleim mit rauskommt, das ist richtig eklig. Und dann gibt's natürlich, was gibt's denn? Es gibt keine positiven Aspekte, die ich jetzt hier reinpacken kann. Das sind wirklich viele negative Aspekte, auch hier mit dem Lungenkrebsrisiko, mit Alkohol verbunden ist das Mundhöhlenkrebsrisiko um 1900% erhöht und so Sachen. Und davor möchte ich mich schützen. Ich bin jetzt 32, das ist noch relativ früh, dass man bei sowas aufhören möchte. Und ich habe mir wirklich diese ganzen Sachen durchgelesen im Internet. Was kann passieren? Was gibt es für schädliche Stoffe, die du deinem Körper zuführst? Und so weiter und so fort. Also ich habe mich wirklich mit der Materie erstmal befasst, bevor ich gesagt habe, ey, ich muss jetzt aufhören. Ja, weil normalerweise, weil ich bin nicht so ein Typ, der dann sagt, ich höre jetzt auf und dann fange ich nach einer Woche wieder an, weil man belügt sich ja damit selbst und ich möchte mich nicht selbst belügen. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt sage, ey, ich höre jetzt auf, bevor ich jetzt dumm laber, gucke ich jetzt mal im Internet richtig und habe richtig recherchiert, warum, wieso, weshalb, was macht das mit dem Körper, beziehungsweise wie schnell regeneriert sich mein Körper von Nichtrauchen wieder, ja? Also wie schnell, was passiert mit mir, ja? Also schon so ein paar Sachen, dass so nach 3 Tagen der Geschmackssinn und Geruchssinn wieder normalisiert, beziehungsweise
zurückkehrt und nach einer Woche die Lunge wieder normal arbeitet, dass man wieder richtig atmen kann. Das ist schon nach einer Woche. Das sind aber zum Beispiel so ein paar Sachen, wie zum Beispiel nach 12 oder 15 Jahren setzt sich das Lungenkrebsrisiko wieder auf null zurück. Also nach 12 oder 15 Jahren erst. Aber irgendwie nach 5 Jahren oder so ist es schon wieder halbiert, das Lungenkrebsrisiko. Und dann nach 12, 15 Jahren wie bei einem Nichtraucher. Ja, aber auf jeden Fall sind davor schon die anderen Sachen viel, viel besser. Allein, es ging mir allein um meine körperliche Fitness auch, ja, dass ich dann wieder fitter werde, dass ich morgens aufstehe und dann richtig fit bin und Energie habe und atmen kann und so, weil ich kann schon atmen, aber ich habe dann, wie ihr gerade gehört habt, muss ich öfters machen und zum Glück habe ich nicht so eklige Hustenanfälle, wo richtig viel Schleim rauskommt wie bei so anderen, wo ich es, wenn ich das immer draußen höre oder so, das habe ich nicht und auch eine rauchige Stimme habe ich auch nicht. Aber ja, das ist allein schon eine Belastung. Auch wenn man so ganz schnell die Treppen hochgeht, wenn man sich nicht erstmal wenn man kein Warm-up gemacht hat, so ganz schnell die Treppen hochgeht, atmen. Okay, und das ist halt schon nervig für jemanden, der jetzt auch Fitness macht. Ich mache gerne Fitness, ich gehe da gerne hin. Und wenn mich das belastet, ist es richtig mies. Auf jeden Fall, ja, bin ich jetzt bei Tag 3 ohne Zigarette und ich muss sagen, ich habe schon öfters jetzt so an Zigarette gedacht, zum Beispiel genau diese Rituale, wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Essen habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich Bock auf eine Zigarette, denke ich mir so, nee, du rauchst doch gar nicht mehr. Lass es einfach sein. Und genau diese Rituale musst du einfach mit neuen Sachen ersetzen. Jetzt nicht mit Essen, damit du zunimmst und fett wirst oder so, sondern mit anderen Sachen. Zum Beispiel nach dem Essen gehst du dann raus und spazierst eine Runde. Oder was weiß ich, nach dem Essen machst du was anderes. Keine Ahnung, was kann man denn machen? Zum Beispiel nimmst dein Handy und spielst Clash of Clans oder so. Keine Ahnung. Oder nimmst die 10 Euro hier und faltest daraus einen Flieger nach dem Essen. Und nach 23 Tagen, glaube ich, war das, wenn ein Mensch 23 Tage genau dasselbe tut, geht es in sein Raster, in sein Gehirn rein, ja, als Gewöhnung. Und so ist es bei jeder Sucht auch und so ist es bei zum Beispiel Sport, wenn du Sport wirklich jeden Tag 23 Tage lang machst. Ich weiß nicht genau, ob es 23 Tage ist, falls es nicht so ist, bitte killt mich nicht in den Kommentaren. Auf jeden Fall ist es so irgendwas mit 23, 24 Tagen, ich weiß nicht genau. Genau, wenn du das jeden Tag machst, dann brennt sich das in dein Gehirn ein als Ritual, als Gewöhnung. Und ja, wenn du dann zum Beispiel nach dem Essen 23 Tage lang immer nach dem Essen hier so ein Papierdings faltest oder was weiß ich was, dann wird es in dein Gehirn aufgenommen. Und das ist halt das Wichtige, dass man diese Rituale nach dem Aufstehen zum Kaffee und beim Trinken und bei dem und bei dem und bei dem genau ersetzt mit anderen Sachen. Und ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde euch auch auf dem Laufenden halten, wie ich damit klarkomme. Ich habe mir nämlich auch überlegt, eine E-Zigarette zu holen. Ja, das würde ich gerne auch von euch wissen. Was würdet ihr denn sagen, wenn ich mir eine E-Zigarette hole? Vielleicht mit Nikotin am Anfang und dann immer runterschrauben auf 0 Milligramm Nikotin. Ich weiß, im Internet steht auch Schlechtes darüber. Aber was ich glaube, das ist alles Verschwörung, weil natürlich die Tabakindustrie und die ganzen Pharmaindustrie, ja, das ist ja das Wichtigste, möchte, dass die Leute krank werden. Die Pharmaindustrie möchte, dass die Leute krank werden. Und ja, okay, ey Leute, bevor ihr sagt, ich bin Aluhutträger, nein, das ist nicht so. Ich glaube da dran und mehr ist es auch nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass viele Leute gegen die E-Zigaretten sind da draußen in der Politik und so weiter und deswegen auch viel Scheiße im Internet steht. Auf jeden Fall würde ich gerne von euch wissen, würdet ihr mir sagen, so hey, nimm mal hier eine E-Zigarette erstmal mit Nikotin und dann weiter runterschrauben oder soll ich das Rauchen ganz sein lassen? Ich würde schon, also ich mag auch so den Geschmack von Shisha und so, ja, und ich mag das auch, wenn da so viel Rauch rauskommt, dass man so, ja, es macht einfach Spaß. Was sagt ihr? Also soll ich das machen oder nicht? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare und ich will auch gerne Leute ermutigen, da auch mit mir jetzt aufzuhören und deswegen, ich werde euch auch auf Insta und alles in den Insta-Stories auf dem Laufenden halten, wie es so geht und so und vielleicht ein bisschen meine Story publik machen, ja, wie das so ist mit dem Rauchen aufhören, weil man liest im Internet viel, aber so gefühlstechnisch habe ich nicht viel gesehen bzw. gefunden dazu und ja,
Auf jeden Fall wäre mein Ritual jetzt, nachdem ich das Video hier abgeschaltet habe, nachdem ich hier auf Record Ende gedrückt habe, direkt auf den Balkon zu gehen und eine zu rauchen und darüber nachzudenken, wie schneide ich das Video, was kann ich denn dazu, wie soll der Titel heißen und so weiter und so fort. Das werde ich nicht machen. Ich werde jetzt auf Ende Record drücken. Mein Ritual ist es jetzt, zum Kühlschrank zu gehen, mir ein kaltes Wasser zu holen und Wasser zu trinken. Vielleicht mache ich das zu meinem Ritual. Auf jeden Fall, Leute, bin ich auf eure Erfahrungen gespannt und auf eure Meinungen. Und ja, auf jeden Fall, fuck off the cigarettes, fuck off Tabakindustrie. Und ja, macht ihr die Leute schön süchtig und macht sie krank. Also Leute, ich bin raus. Peace out. Euer Bartmann. Peace.